Jede Generation hat ja so ihre eigene Social-Media-Plattform, ob Snapchat, Instagram, Facebook oder jetzt eben TikTok. Und dieser wahnsinnig große Erfolg von TikTok, der ist für viele sehr beunruhigend. Jetzt mal ganz abgesehen von Suchtgefahr, von Fake News und von gefährlichen Challenges, TikTok gehört einem chinesischen Konzern. Und dem wird immer wieder vorgeworfen, diese App für Propaganda und Spionage zu missbrauchen. Die USA will TikTok deswegen sogar verbieten. TikTok ist perfekt darauf ausgelegt, Menschen möglichst lange auf der Plattform zu halten. Das birgt für Erwachsene, aber besonders für Kinder, eine große Suchtgefahr. TikTok ist eine Gefahr für unsere Demokratie, weil rechtsextremistische Kräfte dort wie auf keiner anderen Social-Media-Plattform Themen setzen können und Menschen radikalisieren. TikTok ist so gestaltet, dass es Dauerkonsum begünstigt und bei gefährdeten Personen zu einem Kontrollverlust und mentalen Problemen führen kann. Aber es gibt auch viele, die das ganz anders sehen und sagen, TikTok ist gerade die Plattform mit dem größten Potenzial, die auch einfach super viel Erfrischung und Abwechslung bringt. Auch wenn man keine große Reichweite hat, hat man auf TikTok wahrscheinlich die beste Chance, sich eine Stimme zu verschaffen. Bei TikTok zählt der individuelle Content, jedes Video für sich. Es muss nicht perfekt sein und auch nicht überprofessionalisiert. Für mich ist die Diskussion um die Gefahren TikToks eher Symptom dafür, dass wir als Gesellschaft noch nicht stark genug reflektieren über die Chancen, aber auch Risiken von Social Media im Allgemeinen. Jetzt erstmal die Frage an euch, wo auf dem Spielfeld würdet ihr stehen? Grün für TikTok ist super gefährlich. Oder gelb. Für nö, ich bin TikTok-Fan und das lasse ich mir nicht nehmen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wir starten mit einer kleinen Bestandsaufnahme. Und zwar möchte ich gerne erstmal von euch wissen, wer hat sich heute schon bei TikTok, ich sag's jetzt richtig boomermäßig, eingeloggt? Wer war schon online auf TikTok? Wer hat schon gescrollt? Oh, fast alle. Hä? Warte mal. Zu Recherchezwecken. Okay, weil ich wollte gerade sagen, du hast doch kein TikTok mehr. Ja, ich habe es heute nochmal installiert, um nochmal reinzuschauen und up to date zu sein. Und? Ich habe es direkt bereut. Okay. Anna, du? Also ich habe mittlerweile so eine Routine, dass ich, wenn, dann reingehe, um mich selbst zu inspirieren, was ich für Videos machen möchte. Ja. Ah. Sonst versuche ich es auch zu limitieren, weil sonst Doomscrolling. Okay. Levi, du? Naja, ich öffne TikTok, um zu arbeiten. Also sowohl zu Entertainment-Zwecken als auch um Videos selbst zu erstellen. Alicia, warum hast du denn in the first place TikTok überhaupt gelöscht? In erster Linie, weil ich gemerkt habe, dass es eine riesen Zeitverschwendung ist bei meinem Leben. Also ich habe teilweise mich wiedergefunden nach einer Stunde scrollen, obwohl ich nur mal kurz reingucken wollte. Und ich wollte einfach nicht mehr diesen Kontrollverlust haben über meine Lebenszeit und habe dann gedacht, dann lösche ich es komplett. Anna, was findest du auf TikTok jetzt privat, wenn du dir den Content anguckst, was du da spannend findest, was dir auf anderen Plattformen fehlt oder vielleicht früher gefehlt hat? Ich lese extrem viel und da kriege ich die beste Inspiration von Leuten, die sehr relatable sind. Man spürt, das sind jetzt nicht irgendwelche Firmen, wo man merkt, okay, das ist schon alles sehr professionell, sondern es sind einfach so Menschen wie ich, die Bücher feiern und dann über ihre Erfahrung sprechen und dann zeigt mir das TikTok massenhaft an und das habe ich auf keiner anderen Plattform. Patrick, dass so viele von uns heute schon in dieser App waren, auch wenn es nur aus Arbeitsgründen war, das zeigt ja schon mal, dass wir uns irgendwie nicht ganz davon lösen können. Was löst diese App in uns aus? Also was macht das in unserem, was passiert in unserem Kopf, wenn wir auf TikTok sind? Was ich jetzt gehört habe, ist ja ein bewusster Umgang, eine bewusste Nutzung oder auch Nichtnutzung, ja. Aber natürlich kann TikTok das Belohnungssystem ansprechen. Man kann dann so in einen Strudel gelangen, ja, dass man gar nicht mehr aufhören will, auch durch die Kürze der Videos gar nicht mehr bewusst reflektiert, möchte ich das überhaupt, sondern sich quasi mit rein lullen lässt und immer weiter konsumiert ohne Ende. Adil, dass TikTok überhaupt so groß wurde, wie es heute ist, das ist das erste Mal in meinem Alltag so richtig aufgetaucht, 2020, als wir alle zu Hause auf der Couch saßen. Und das war aber ein Zeitpunkt, wo du schon komplett am Start warst, da dir ein Business mit aufgebaut hast und zwar die erste TikTok-Agentur gegründet hast, wo du unter anderem auch mit Levi zusammenarbeitest, den du managst. Einmal hier kleiner Disclaimer. Was macht denn TikTok so erfolgreich aus deinen Augen? TikTok war die erste Plattform, die die Architektur der Algorithmen angepasst hat. Es wurde inhaltsbasiert ausgespielt, contentbasiert ausgespielt und nicht mehr statusbasiert, wie es früher auf Instagram war. Und das war damals sehr radikal und neu. Und das führt zu einer Art von Viralität, wie es in der Form nie zuvor gab, die aber mittlerweile auch von allen anderen Plattformen übernommen wurde. Mhm. Maggie, du hast dich ganz gezielt bei TikTok angemeldet und dort einen Account gemacht, mit dem du eigentlich TikTok verändern wolltest, mit Reclaim TikTok, Hashtag Reclaim TikTok. Kannst du das einmal erklären, was es damit auf sich hat? Wir haben im Vorfeld der Europawahlen gemerkt, dass es ein unglaubliches Ungleichgewicht darin gibt, worüber auf TikTok politisch kommuniziert wird und worüber auch nicht. Und dass rechtsextremistische Accounts dort einfach klar im Vorteil sind. Deswegen haben wir so ein bisschen versucht, mit der Initiative
andere Stimmen irgendwie auf die Plattform zu tragen, haben Aktivistinnen gezeigt, wie sie die App bedienen und eben eine Welle gestartet, wo sich eben Menschen auch angemeldet haben auf TikTok und Gegenpositionen bezogen. Und das lief am Anfang auch sehr gut. Da kam auf jeden Fall einiges an Viralität zusammen. Wir haben aber auch sehr schnell gemerkt, dass TikTok einfach von der Art und Weise, wie es funktioniert, Populismus begünstigt, Falschinformationen begünstigt und Verknappung begünstigt und man es sehr, sehr schwer hat, da seriöse und gute politische Kommunikation zu betreiben. Und das Inhalte, die zum Beispiel sehr schnell sehr viel Aufmerksamkeit ziehen, besser funktionieren als die, die vielleicht ein bisschen trockener oder langweiliger sind, schafft einfach eine Imbalance. Okay, Maggie sagt, TikTok bzw. der TikTok-Algorithmus befördert Populismus. Levi, da bist du einen Schritt nach hinten gegangen, die ganze gelbe Seite eigentlich. Warum? Ja, also mein subjektiver Eindruck, ich mache ja jetzt auch seit einem halben Jahr TikTok-Videos und ich mache TikTok-Videos, die tatsächlich aufklären. Also beispielsweise in Bezug auf Schneeballsysteme, aber auch wenn Leute behaupten, ich bin der Typ aus dem Video übrigens, dann mache ich da gerne Videos zu, wo ich drauf reagiere und prüfe, ist das denn wirklich so? Und das sind tatsächlich auch die Videos, die bei mir am meisten, am besten laufen, am meisten Klicks bekommen. Das sind auch meistens Videos, die sind relativ lang, 2-3 Minuten. Und trotzdem ist Aufklärungsarbeit, auch wissenschaftsbasierte Videos, die Grundlage meines Erfolgs. Und wie Maggie vollkommen richtig gesagt hat, man muss die Leute davon überzeugen in den ersten Sekunden, dass sie sich dieses Video anschauen sollen. Aber man kann auch Interesse an Videos wecken, ohne dass man sagt, Ausländer raus. Mhm. Maggie, überzeugt dich das? Also ich würde zustimmen, dass man das erfolgreich tun kann. Es ist einfach schwierig, darauf angewiesen zu sein und es ist schwierig, wenn es dann Traffic weckt von seriösen Nachrichtenplattformen gibt, die eben auch den Anspruch haben, umfassend zu informieren, weil eben bei TikTok regelmäßig Themen untergehen und ein False Balancing passiert. Selbst wenn nur 20% Falschinformationen auf 80% richtige Informationen kommen, die 20% Falschinformationen sind ein Problem und sind ein Thema und dürfen einfach und richten in der Masse einen Schaden an. Levi, da gehst jetzt wieder einen Schritt auf Maggie zu. Ja. Also es stimmt, es hat zwei Seiten der Medaille. Es ist vollkommen klar, Falschnachrichten haben meistens, lösen eher eine Neugier aus, als in Anführungszeichen sachliche Informationsauseinandersetzung. Ich habe das auch selber bei mir gemerkt, relativ am Anfang, als ich angefangen habe, Videos hochzuladen, habe ich scherzhaft erzählt, Leute, saugt eure Decke, weil es Weißlichtmilben gibt. Und die Videos haben in kurzer Zeit Millionen von Aufrufen bekommen und das ganze Internet war voll von Leuten, die sich gefragt haben, ob man jetzt wirklich die Decke saugen muss wegen Weißlichtmilben. Lass uns das Fake-News-Thema noch ganz, ganz kurz aufheben, weil darüber werden wir auf jeden Fall noch detailliert sprechen. Hast du mit diesem Erfolg so gerechnet, den du jetzt auf TikTok hast? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe am Anfang habe ich mir auch einen neuen TikTok-Account erstellt, weil ich nicht wollte, dass meine Freunde, die mir auf meinem alten Account gefolgt sind, die Videos sehen, weil ich dachte, das wird total peinlich. Ich glaube aber auch, dass der Algorithmus von TikTok nicht ganz so stark personenfokussiert ist. Also dass auch Personen schnell eine hohe Reichweite gewinnen können, auch wenn man sie nicht kennt. Mhm. Alicia, klingt ja erstmal super gut, was Levi da jetzt erzählt. Gehst du auch einen Schritt auf ihn zu? Kann man das wie so eine Art Liberalisierung vielleicht auch der Content-Creator-Blase verstehen? Total. Und da würde ich auch zustimmen, dass diese Liberalisierung des Marktes was sehr, sehr Positives ist. Also, dass teilweise Menschen auch in irgendwelchen Notsituationen schnell auf ihr Problem aufmerksam machen können und dass das dann schnell viral geht. Aber das ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil genauso schnell kann eben irgendein Mist viral gehen. Anna, ein Video kann ohne Reichweite viral gehen, aber man muss um diese Reichweite natürlich kämpfen. Und es gibt Challenges, von denen wir alle sicher schon gehört haben. Eine, die ganz prominent besprochen wurde, nenne ich einmal kurz als Beispiel, ist die Blackout-Challenge, bei der Teilnehmende versucht haben, sich selbst zu strangulieren, um dann kurz einen Blackout zu erleben, also Mutproben, die es aber ja vorher auch schon im Internet gab, so schlimm das eben auch ist. Du hast auch auf YouTube schon so Mutproben früher gemacht, oder? Damals habe ich mit 13 auch diese ganzen Challenges gemacht, wo man sich so viel Marshmallows wie möglich reingestopft hat. Oder diese Cinnamon Challenge, wo man so einen richtig großen Löffel Zimt isst. Und das ist auch gefährlich und blöd und hat es halt damals auch schon gegeben. Natürlich, das ist ein ganz anderes Level jetzt mit diesem Strangulieren oder so. Also da muss sie auch sagen, da muss was gemacht werden von Seiten TikTok, dass die da viel mehr das kontrollieren und sowas verhindern können gleich. Ich finde das auch so ein bisschen eine Diskursverzerrung, weil es diese Challenges und dumme Mutproben bei Jugendlichen schon immer gab. Und es ist meistens so, dass da irgendwelche Randphänomene groß gemacht werden. Aber das sind meistens tragische Einzelfälle. Und im Regelfall kommt es auch eigentlich nicht in der breiten Masse an. Also ich glaube, Jugendliche
haben einfach generell eine Tendenz zu Risikoverhalten in Gruppen, was auch immer, sich gegenseitig irgendwie auszustechen. Okay, ich fasse trotzdem mal zusammen. Ich glaube, alle auf dem Spielfeld sind sich einig, dass Challenges nicht das größte Problem von TikTok sind. Alicia, ein anderes Thema, was trotzdem immer wieder kritisiert wird, ist die Suchtgefahr. Du hast gesagt, du hast TikTok gelöscht. Gab es so einen gezielten Moment, wo du gemerkt hast, boah, jetzt wird es mir zu viel, mein eigener Konsum davon? Oder irgendwann, wo es dir mal super schwer gefallen ist, die App zu schließen? Ja, also es ist mir eigentlich permanent schwer gefallen, die App zu schließen. Ein Moment war, als ich mir nach so einem ewigen Suchtscrollen mal die Frage gestellt habe, was habe ich eigentlich gerade gesehen und an was erinnere ich mich? Und im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt 2 Stunden Doku im Fernsehen gucke, wusste ich eigentlich nicht mehr. Also es war wie schwarze Materie. Anna, stimmst du Alicia dazu? Ich glaube, du bist einen Schritt auf sie zugegangen. Ja, es ist halt bei TikTok extrem dieses Belohnungssystem, wie schon angesprochen, das Dopamin. Und auch selbst als Creator im Endeffekt sucht man ja das Dopamin von anderen. Man möchte, dass die sich das anschauen. Und es geht ja auch darum, dass die dann irgendwo dieses High haben, dass die dann nach sich denken, boah, das war ein krasses Video. Patrick, du bist selbst Suchtmediziner. Und wenn ich jetzt diesen Begriff Suchtmediziner höre, dann würde ich jetzt erstmal so an klassische Süchte denken, wenn man das so nennen kann. Also an Drogen, Alkohol und so weiter. Inwiefern spielt denn TikTok auch eine Rolle bei deiner Arbeit? Genau, ganz generell sehen wir natürlich, dass Verhaltenssüchte mittlerweile ja auch offizielle Diagnosen sind in unseren Diagnosesystemen. Und TikTok ist im Moment keine offizielle Diagnose, aber, und das muss man auch sehen, wenn wir schauen nach Kriterien, also was sind denn Charakteristiken für abhängiges Verhalten, dann ist dieser Kontrollverlust, das heißt, ich mache es, ich mache es, ich mache es und danach frage ich mich, warum habe ich es überhaupt gemacht, ganz klare Kriterien. Dürfte ich fragen, wie groß das Thema Einsamkeit dabei auch eine Rolle spielt, weil ich hatte eine Phase in meinem Leben, da hatte ich kaum Freunde, da habe ich irgendwie viel durchlebt und dann habe ich gemerkt, war das ganz schlimm. Also aus persönlicher Erfahrung aus der klinischen Behandlung würde ich sagen, spielt absolut eine Rolle und das zeigen auch große Studien. Da gibt es vor allem aus China ja Studien sozusagen zum dortigen Pendant, dass Einsamkeit, aber auch Fliehen aus negativen Gefühlen, und dann sind natürlich auch Personen anfälliger, die schon zu kämpfen haben mit sozialer Isolation, mit Depression und Ähnlichem gefährdet. Ja, das ist ein großer sozusagen Treibstoff auf diese TikTok-Nutzung. Ja. Also die Einsamkeit wird dadurch nicht gelöst. Ja, die wird nur gedämpft oder man entflieht dem Ganzen, aber es wird nicht besser. Aber jetzt kann man natürlich auch sagen, jede Person ist selbst verantwortlich für ihren eigenen Social-Media-Konsum und es gehört halt mittlerweile zu unserem Leben dazu. Das heißt, wir müssen eben einen Weg finden, wie wir damit umgehen. Was wirst du denn spezifisch zu diesem Thema Abhängigkeit TikTok vor? Genau, also ich glaube, man kann jetzt TikTok erstmal, da bin ich relativ klar, gar keinen Vorwurf machen. Das ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, das davon lebt, viele Nutzer auf der Plattform zu halten. Das finde ich erstmal völlig neutral, muss man das sehen. Wir müssen uns eben überlegen, wollen wir analog zu anderen Formen, sozusagen wie Glücksspiel und ähnlichem, Regulierungen vornehmen, um die gefährdeten Gruppen, und das sind ja nicht alle Personen, viele nutzen TikTok sehr bewusst und ich glaube, unproblematisch, aber es gibt eben Personen, die sind gefährdet und wir müssen uns natürlich fragen, wie wollen wir diese gefährdeten Personen schützen und was können wir dafür tun? Ein Verbot ist natürlich eine Sache, aber Regeln und Aufklärung ist eine andere Sache, die, glaube ich, sinnvoller ist nochmal. Adil, was wäre denn deiner Meinung nach die Lösung dafür, junge Menschen nicht in diese Social-Media-Sucht zu treiben? Ich bin auch gegen ein Verbot. Ich finde es aber vollkommen valide, darüber zu diskutieren, wie man junge, vor allem junge Zielgruppen schützen muss. Ich sehe schon, dass TikTok etwas tut. Also es gibt Pop-ups bei Bildschirmzeit, es gibt die Möglichkeit, den Algorithmus zu unlearnen, also ne, zurückzustellen. Es gibt die Möglichkeit, Videos, die einem Rabbit Hole entsprechen, zu unliken, damit das nicht mehr angezeigt wird. Und so wie ich das sehe, bei vielen Creatern, aber auch Nutzern, funktioniert das. Man muss es aber nutzen und alle müssen es natürlich wissen. Also da braucht es noch Aufklärung. Das sieht all dies ja nicht so. Das letzte schon, aber davor hattest du gesagt, dass viele Nutzer das für sich auch schon gut nutzen können. Das würde ich so ein bisschen anzweifeln. Also ich habe da so ein bisschen eine radikalere Meinung. Ich würde behaupten, wir bräuchten vielleicht sogar eine Altersgrenze für TikTok, weil mit 16 ist man vielleicht irgendwann selbst dafür verantwortlich, mit 13 vielleicht auch, aber was man ja aktuell erlebt, ist, dass teilweise Kinder im Alter von 10, 11, 12 Jahren schon auch aus Gruppendruck irgendwie in der Klasse sagen, ich will auf der App sein und oft haben die Eltern nicht die Medienkompetenz, die Schule kann es auch nicht leisten, das noch gleichzeitig zu vermitteln. Und meiner Ansicht nach müssten wir vielleicht einfach mal überlegen, ob wir das nicht wie bei anderen süchtig machenden Substanzen machen, dass wir da einen Riegel vorschieben. Ich muss da widersprechen, weil es gibt eine Altersbeschränkung und die ist 13. Und TikTok, ich habe die Zahl vergessen, aber ich glaube, es wird eine 8-stellige Anzahl an Accounts gelöscht. Ich
meine im Monat, also auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl. Und deshalb gibt es diese Regelung. Maggie, überzeugt dich das? Nicht wirklich. Ich habe selber meine Erfahrung mit diesem Alterserkennungsmechanismus gemacht und habe erlebt, dass, keine Ahnung, teilweise Leute, die sehr wohl im richtigen Alter waren, um die App zu nutzen, runtergebannt wurden. Ich glaube nicht, dass das außergewöhnlich gut funktioniert. Ich glaube außerdem, dass es halt nicht dann gemacht wird, wenn es halt relevante Mengen Aufmerksamkeit zu verlieren gibt, weil da schaltet TikTok tatsächlich meistens nicht so souverän. Was ich ganz häufig mache, wenn ich durch den Feed scrolle und wenn irgendwie gerade wieder eine internationale Krise oder irgendwas passiert, dann klicke ich immer drauf auf nicht interessiert, sobald der Inhalt politisch wird, weil ich nicht möchte, dass TikTok mir überhaupt anfängt, zum Beispiel Kriegsvideos anzuzeigen. Ich möchte gar nicht erst in diesen Propagandastrudel reinkommen. Frage an euch mal zurückgegeben, ist euch das schon mal passiert, dass ihr in so ein radikales Rabbit Hole reingesogen wurde, dass euch so radikale Inhalte angezeigt wurden? Ihr nickt. Also ich habe da eine Zahl zu, die findet man auch im Netz. Und zwar wurde allein im Dachraum 8 Millionen Mal dieser Nicht-Liken- oder Gefällt-mir-nicht-Button angeklickt. Also jetzt kann man natürlich sagen, 8 Millionen Mal, wie viel waren das dann im Endeffekt? Aber mein Feedback ist, dass das schon funktioniert. Es gibt diesen Button und er wird auch genutzt. Die Frage ist, ob es zu Genüge. Ihr habt gerade alle genickt bei den extremen Inhalten. Alicia, wie war das bei dir? Ich würde noch was ergänzen. Ich habe zum Beispiel schon krasse Autounfälle, Szenen, wo Menschen sterben, auf TikTok gesehen. Ich habe die Täterin von diesem ganz schlimmen Attentat auf die 12-jährige Luise gesehen, wie sie einen Tag nach der Tat gepostet hat. Ich glaube einfach, selbst wenn man hinterher ist, ist man nicht davor gefeit, irgendwelche Inhalte zu sehen, die man vielleicht nicht sehen sollte. Und da auch wieder bezogen aufs Alter, mit 18 verkraftet man das vielleicht eher als mit 13. Ja, ich wollte noch mal auf den Punkt eingehen. Ich glaube, diese ganzen Mechanismen, wo der Nutzer aktiv werden muss, die sind schön und gut. Aber genau die laufen quasi vorbei an der gefährdeten Gruppe, die es eben nämlich nicht schafft, die es möglicherweise nicht schafft zu kontrollieren, das sich gar nicht bewusst ist sozusagen. Und da bräuchte man passive Mechanismen, also beispielsweise Pausen nach x Videos, dass man dann nicht mehr einfach nur weiter scrollt, um ein bewusstes Reflektieren und Entscheiden, möchte ich überhaupt weitermachen, ermöglicht. Wenn Ima jetzt vorstellt, dass jetzt die 13-Jährigen mit solchen krassen Algorithmen zu tun haben, wie sie jetzt eben TikTok und Instagram und so haben, dann würde ich auch sagen, man kann nicht denen die Verantwortung geben, wenn ich schon damit Probleme habe. Aber ist nicht, was ich mich gerade frage, ist nicht aus Content-Creator-Perspektive, aus der ihr drei ja auch alle sprecht, ist es nicht auch gewünscht, die Leute ein bisschen in dieses Rabbit-Hole sich ziehen zu lassen, damit sie eben eure Videos angezeigt bekommen? Also ist immer die Frage, welche Art von Rabbit-Hole? Wenn das Rabbit-Hole jetzt Malte Tieren ist, der Tierheime baut im Ausland, dann ist das ja erstmal eine gute Sache, die man unterstützt. Oder Nadine, die größte TikTokerin Deutschlands, die über Selbstliebe spricht und mentale Gesundheit. Also das sind ja alles gute Themen, die jungen Menschen auch Mut schenken. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich schon die Gefahren dessen und bin auch gar nicht gegen eine Art von Regulierung, die, glaube ich, langfristig auch im Interesse aller sein sollte, weil man Social Media auf die Weise gesünder nutzen kann. Deshalb will ich der Seite gar nicht per se widersprechen. Levi Adil hat es gerade gesagt, diese krass zugeschnittenen Inhalte, also dass manche sagen so, der Algorithmus, der kennt mich irgendwie besser als meine beste Freundin oder so, kann ja auch positive Aspekte haben. Hast du selbst schon dieses Gefühl gehabt von, oh, TikTok gibt mir so eine Art Zugehörigkeit, ich finde eine Community, ich finde vielleicht neue Freunde, Freundinnen? Ich glaube, was ich oft hatte, ist auch ein Gefühl, verstanden zu werden und gehört zu werden von Personen, die vielleicht auch in ähnlichen Situationen sind wie ich, vielleicht auch in emotionalen belastenden Situationen. Beispielsweise, als meine Freundin und ich sich getrennt haben, habe ich wahnsinnig viele Break-up-Videos in meine Timeline gespielt bekommen. Was aber für mich eigentlich total passend war, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht alleine, wie ich mich fühle. Es gibt andere Personen in meiner Situation. Und ich würde dieses Rabbit Hole und in Bubbles rutschen, gerade in Bezug auf Politik, auch gar nicht so in Schwarz und Weiß sehen, weil ich mich noch erinnern kann, vor 10 Jahren haben wir noch gesagt, die Jugend, die ist heute so unpolitisch. Und jetzt haben wir durch TikTok, auch durch andere soziale Medien, starke Politisierungsprozesse unter Jugendlichen. Wir sehen auch steigende Wahlbeteiligung bei jungen Personen. Und wenn wir über radikale Parteien, extremistische Bestrebungen sprechen, müssen wir auch darüber sprechen. Also TikTok, Instagram Reels und Co. sind ganz real auch einfach, können auch ganz real einfach unsere Demokratie bereichern. Wenn wir jetzt den Rabbit Hole-Effekt übertragen auf politische Inhalte, und es wurden ja gerade auch schon rechtsextreme Inhalte genannt, inwiefern kann der dann gefährlich sein?
weil man nur noch eine Seite der Medaille gezeigt bekommt, weil man Informationen von einer Seite bekommt, weil man immer tiefer in Desinformationsschleifen reinkommt, vielleicht weil man irgendwie einen Influencer gesehen hat, der leicht am rechten Rand unterwegs ist und davon dann nur noch ein paar Stunden braucht, bis man plötzlich bei der identitären Bewegung ist, was Videos angeht. Das ist auf TikTok einfach sehr, sehr schnell möglich und es gibt einfach keinen Gegensteuerungsmechanismus, weil es nicht wirklich diskussionsbasiert ist und weil es keinen Fact-Checking-Mechanismus gibt. Siehst du da das Problem auch, Adil? Jein. Der Grundgedanke ist richtig. Die Konklusion ist, finde ich, die falsche. Ich finde schon wichtig, dass wir uns die richtige Frage stellen, weil wir sollten eher darüber reden, wie wir gesünder mit Social Media umgehen und wie wir auf allen Ebenen, wir haben über Bildung gesprochen, wir haben über Regulierung gesprochen, also über eine rechtliche Basis, dafür sorgen, dass es Awareness gibt, dass es Education gibt und dass wir vielleicht auch Regeln schaffen. Aber das auf, am Beispiel TikTok zu manifestieren, finde ich, führt in die falsche Richtung. Patrick? Genau, zur Conclusio. Ich glaube, das ist ja kein quasi Gegenbeweis, wenn man sagt, na, auf YouTube war es auch schon mal Thema oder auf anderen Plattformen. Ich glaube, es ist weiterhin Thema und es ist noch nicht wirklich gelöst. Das ist, glaube ich, und deshalb ist die Diskussion so wichtig, darüber zu sprechen. Ja, Levi, du hast ja auch, ja. Ja, und ergänzend dazu, wir erleben einfach nur auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, wie rechtsextremistische Netzwerke es schaffen, diese Plattform für sich zu nutzen, die Algorithmen perfekt zu verstehen und das Ganze irgendwie auszunutzen, um eben Diskurshoheit zu gewinnen. Und das alles hat uns in diese Situation gebracht, in der weltweit rechtsextremistische Kräfte auf dem Vormarsch sind. Also was macht denn die AfD und andere rechte Propagandisten, was machen die denn besser? Ich würde nicht mal sagen besser, die können sich einfach aussuchen, was gerade die Informationen sind, die zu ihrer Weltsicht passen. Die können sich aussuchen, was passiert sein soll. Also die Weltsicht zurechtlügen ist immer ein bisschen leichter und das kann man in alle möglichen politischen Richtungen machen. Das ist halt ein Grundelement von extremistischen Ideologien, dass das passiert. Ich glaube, zwei demokratische Parteien sollten besser darauf achten, TikTok irgendwie auch als wichtigen Teil ihrer Arbeit aufzunehmen und auch besser auf TikTok vertreten zu sein. Aber eine Arbeit, die nur darauf ausgerichtet ist, auf TikTok gut zu klicken, wird ja einfach auch unserem sehr komplexen politischen System nicht gerecht. Was ich nochmal in diese Diskussion um Blasenbildung einwerfen würde, Blasen gibt es ja nicht nur auf Social Media. Also wenn ich jetzt in einem ostdeutschen Dorf aufwachse und da die ganze Zeit meine rechtsradikalen, rechtsextremen Eltern habe und dann vielleicht noch die Eltern dann vielleicht auch noch abends zum Stammtisch gehen, dann ist das ja auch eine Blase. Und da kann dann Social Media, TikTok vielleicht sogar eine Chance sein, dass man auch mal einen anderen Blick auf die Welt bekommt. Das ist jetzt natürlich ein sehr stereotypisch, aber Blasen durchbrechen, das ist nicht nur eine Herausforderung, die wir in Bezug auf TikTok und Social Media haben. Maggie, da stimmst du zu. Finde ich absolut überzeugend, würde ich auch so sehen. Ich glaube außerdem, dass soziale Netzwerke da generell einen ganz positiven Effekt haben. Ich meine, ich selber habe politisch angefangen bei Fridays for Future. Das hätte es ohne Social Media nicht gegeben. Und darüber überhaupt einfach politisch mal rauszudringen und eben auch in die breite Welt rauszudringen. Und in dem Sinne, da ist Social Media einfach auch ein Enabler auf jeden Fall. Gefährlich wird es halt dann, wenn keine Regulierung erfolgt. Ja, und mich würde auch total diese nochmal interessieren, wie das ein Weltbild beeinflussen kann, gerade in einem jungen Alter. Patrick, an dich. Welchen Einfluss kann denn Propaganda, Fake News, Desinformation auf Personen haben, die noch mitten in der Persönlichkeitsentwicklung sind? Das kann das Weltbild beeinflussen. Es kann natürlich sozusagen aus Sicht des Mediziners natürlich auch Gesundheitsverhalten möglicherweise negativ beeinflussen. Das heißt, wenn ich beispielsweise an einer Essstörung leide und eben sehe, je dünner, desto besser, dann kann ich natürlich in dieser Sicht und in diesem sozusagen falschen Selbstbild, das sehen wir auch häufig sozusagen, dass ich mich selbst eigentlich als viel zu dick wahrnehme, befeuern. Aber ehrlicherweise sehe ich gerade auf TikTok sehr viel Content zu Body Positivity und kein toxisches Schönheitsideal mehr, wie es vielleicht noch Instagram zugeschrieben wurde. Ich bekomme immer die Videos ausgespielt, wo Leute darauf reagieren und sagen, what the fuck ist jetzt dieser neue Trend schon wieder? Und es gibt gute Creator, die sich nur darauf spezialisiert haben und die Millionen Follower haben, was ja ein positives Anzeichen ist, dass das schon sehr beliebt ist. Aber es gibt halt leider auch immer noch die Gegenbewegung. Zum Abschluss müssen wir natürlich nochmal über die politische Debatte dahinter sprechen. TikTok, einmal an euch alle, wurde in den USA ein Ultimatum gestellt mit der Forderung nach einem Eigentümerwechsel. Wenn das nicht passiert, dann droht TikTok einem Verbot in den USA. Mich würde einmal von euch interessieren, einmal so im Raum gefragt, wie nehmt ihr diese Debatte wahr? Levi, einmal du vielleicht. Ja, also es ist eine komplizierte Situation. So, China besitzt TikTok und China ist ein totalitärer Staat. Da führt kein Weg dran vorbei und da kann man noch so viel Transparenz schaffen. Da ist ein gewisses Misstrauen mit verbunden und ich kann dieses Misstrauen persönlich auch nachvollziehen. Ich glaube, dass der Diskurs jetzt auch im Hinblick auf die Wahlen in den USA etwas zu populistisch geführt wird und dass ich da auch
um Dinge vermischen. Also ich glaube, da geht es nicht nur um den Besitzer in China, sondern da geht es auch um gewisse andere Vorbehalte, die man der gegenüber anderen Plattformen auch hat und das dann vielleicht auf TikTok so ein bisschen kanalisiert. Aber am Ende ist das eine Diskussion, von der ich auch glaube, dass wir sie führen müssen. Alicia, wie nimmst du die Debatte um ByteDance? Ich würde dir auf jeden Fall in großen Teilen zustimmen. Ich finde es manchmal auch ein bisschen scheinheilig, weil ich mir denke, Facebook und Co. sind auch ähnliche Datenkraken. Ich finde, wir machen das in der EU eigentlich schon ganz okay im Vergleich zu dem Rest der Welt, dass wir zumindest so ein paar Richtlinien an Plattformen stellen. Es war ja zum Beispiel so, dass Threads viel länger gebraucht hat, in der EU durchzukommen, als es jetzt in anderen Ländern war. Und ich glaube, da müssen wir einfach so ein bisschen noch nachbessern, dass wir an alle, auch an TikTok vor allem, weil es eben ganz extrem ist, aber auch an die amerikanischen Unternehmen, einfach krassere Anforderungen stellen, damit eben das sich nicht negativ verselbstständigt. Maggie, nimmst du das auch so wahr, dass es scheinheilig ist, dass man dann auf einmal kritischer darauf schaut, wenn es außerhalb der USA verortet ist, so ein Konzern? Naja, also dass China ein systematisches Interesse daran hat, westliche Demokratien zu destabilisieren, ist ja einfach tragischerweise ein Fakt. Das ist ja nochmal was anderes einfach als diese US-Unternehmer, die in dem Sinne ein Interesse daran haben, Profite zu machen. Und das kann man gut oder schlecht finden, aber das ist einfach nochmal weniger systematisch. Aber Elon Musk hat ja zum Beispiel auch Einfluss darauf gehabt, ob Trump jetzt auf Twitter, auf X aktiv sein kann oder nicht. Ja, und das finde ich furchtbar. Ich finde nicht, dass große Plattformen von Rechtsextremisten in Deutschland so frei unterwegs sein sollten. Und das ist ein richtig großes Problem. Und ich habe auf jeden Fall auch zu Twitter sehr ambivalente Gefühle. Ich habe das Gefühl, das sind nur Debatten, die für mich jetzt nicht unbedingt gegeneinander stehen. Ich finde einfach an und für sich genommen, ist einfach die chinesische Regierung kein guter Speicher für unsere Daten. Und ist es einfach immer noch nicht klar, wie die chinesische Regierung auch aktiv eingreift, weil es dazu keine Daten gibt, weil TikTok die Daten selbst nicht rausrückt. Es gibt Indizien dafür, dass an manchen Stellen eingegriffen wird, beispielsweise bei Berichterstattung, die kritisch an die Umstände in China rangeht, irgendwie runterreguliert wird, nicht durchkommt oder sowas. Beispielsweise aber auch Begriffe wie Wahlen performen teilweise schlechter. Das ist was, was man dringend untersuchen müsste, aber TikTok schafft da nicht die nötige Transparenz. Adil? Fake News. Das sind Fake News, muss ich so sagen. Also da können wir gerne nach der Sendung mal drüber reden, welche Quellen du da hast, aber ich halte das für Hanebüchen. Also TikTok hat sehr, sehr starke Regularien und TikTok baut gerade ein Datencenter für, ich glaube, 12 Milliarden Invest in Europa. Das aber systematisch, weil hier wurde ja wirklich von systematisch gesprochen und dem chinesischen Staat, der Interesse hat, Demokratien zu destabilisieren, das halte ich für wirklich gefährlich, weil damit führen wir die falsche Debatte. Und dann sind wir wieder weg von, wie können wir gemeinsam Lösungen finden und Regularien erarbeiten, hin zu, aus meiner Sicht, wirklich Fake News. Die chinesische Regierung an und für sich ist eine Autokratie, ist eine Diktatur in dem Sinne und hat einfach kein Interesse an demokratischen Regimen in der Welt und demokratischen Ländern und so weiter und hat ein Interesse daran, dass die irgendwie in einer Form destabilisiert werden, arbeitet ja teilweise auch mit Russland zusammen und so weiter. Das sind ja Fälle, die man kennt. Und bei den anderen Sachen habe ich gesagt, dass es Indizien gibt. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt oder nicht stimmt oder sowas. Ich glaube nur, dass das halt geprüft werden muss. Und wenn das tatsächlich stimmt, ist es einfach eine Katastrophe. Was ich selbst oft erlebe, ist einfach halt tatsächlich, dass Desinformation nicht genug entgegengetreten wird und dass es manchmal außergewöhnlich schwierig ist, mit wichtigen Themen durchzudringen. Anna, was sagst du dazu? Ich glaube jetzt zum Thema, dass die das jetzt machen, denke ich mal, okay, jetzt, wie lange gibt es generell jetzt schon TikTok, wie lange gibt es schon Social-Media-Plattformen? Also es ist halt jetzt relativ spät erst, würde ich sagen, eigentlich sollte man davor ja schon sicherstellen, dass die Daten von uns gut aufbewahrt werden. Ich muss da intervenieren, weil es gibt einen Transparency Report von TikTok, den kann sich jeder im Internet anschauen und da sagen die ganz genau, was mit den Daten passiert, wer Einblick hat, welche Mitarbeiter Zugriff haben und so weiter. Und ich glaube, bei allem Respekt, dass es nicht jeder hier gelesen hat und sonst würde es nicht solche Gerüchte gestreut, weil aus meiner Sicht Indizien mag sein, Einzelfälle oder sowas, aber nicht wirklich systematisch und nicht der chinesische Staat und das ist für mich fast schon eine Verschwörungstheorie, to be honest. Es ist keine Verschwörungstheorie, sonst würde sich nicht die USA und die Europäische Kommission damit auseinandersetzen, aber du hast natürlich recht damit, dass wir aktuell keine Beweise dafür haben, aber es gibt natürlich die Befürchtung, die auch berechtigt ist und deswegen müssen wir auch darüber sprechen. Lass uns weiterziehen, weil ich glaube, ihr werdet euch an der Stelle nicht einig, das ist okay. Kompromisse. Ich habe zuerst einen ersten, ich nenne ihn mal Minimalkonsens. Die Jugendschutzkontrolle muss ernster genommen werden. UserInnen müssen ihr Alter bei der Registrierung nachweisen. Videocontent sollte je nach Inhalt eine Altersbegrenzung haben. Das wäre mein Vorschlag. Wenn ihr mir zustimmt, könnt ihr einen Schritt auf mich zugehen. Wie nachweisen? Ja, das müssten wir uns dann überlegen. Ah, okay. Ausweisdokumente zum Beispiel. Zum Beispiel. Das finde ich, glaube ich, nicht so gut.
Also noch zusätzlich das Ausweisdokument. 10 Millionen Ausweisdokumente. Also wir müssen uns etwas überlegen. Das wäre jetzt erstmal der Vorschlag. Wie genau der dann aussieht, habe ich mir jetzt nicht überlegt. Aber ist ja erstmal nur ein Impuls. Okay, er stimmt mir zu. Den Rest könnt ihr jetzt gerne ausarbeiten, weil mein Job ist das nicht. Also steckt ihr einmal die Köpfe zusammen und ihr und überlegt euch einen Kompromissvorschlag. Wir haben jetzt einige Argumente von beiden Seiten gehört und mich würde interessieren, was wäre euer Kompromissvorschlag, wenn ihr jetzt hier auf dem Feld stehen würdet? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Gelb, ihr wart zuerst fertig. Was habt ihr euch überlegt? Ja, wir glauben, dass es notwendig ist, die Debatte ein bisschen wegzubewegen von TikTok, weil die meisten Punkte, die wir angesprochen haben, sich eigentlich auch auf andere Social-Media-Kanäle, Plattformen übertragen lassen. Und dass, wenn wir über die einzelnen Punkte unabhängig von davon diskutieren, auf welcher Plattform sie tatsächlich stattfinden, wir die Ursache auch besser anpacken können. Und der zweite Punkt ist tatsächlich konkreter und praktischer, und zwar, dass es in der Verantwortung vom Gesetzesgeber auch sein soll, und zwar nicht nur auf TikTok bezogen, sondern bei allen Kurzvideo- oder Social-Media-Plattformen, die Suchtpotenzial haben, dass man sagt, zum Beispiel bei der Anmeldung, dass man angeben muss, wie viele Videos am Tag man maximal schaut, dass es natürlich trotzdem nur Eigenverantwortung ist zum gewissen Grad, aber man muss es angeben, oder dass man zum Beispiel auswählen kann, nach 3 Videos kommt ein Blackscreen für 5 Sekunden, der einen so auf die Art aufruft zu fragen, möchte ich weiterschauen. Ja, was wir glauben, was passieren würde, ist, dass wenn zum Beispiel jemand sagt 300 Videos, dann erscheint das ja erstmal mega viel, aber es gibt ja sehr viele, die wirklich so viele Videos schauen, und dass die dann denken so, oh wow, ich habe jetzt schon 300 Videos geschaut, und dann auch so eine Art Lerneffekt einsetzt. Okay, das sind die 2 Vorschläge vom gelben Feld. Ich würde sagen, besser als nichts. Ich denke, das Dauerkonsum beschränken ist richtig. Gleichzeitig reicht das, was ihr vorgeschlagen habt, glaube ich, nicht aus. Vor allem die Personen, die schon eben gefährdet sind, die Kontrolle zu verlieren oder die Kontrolle verloren haben. Die schaffen es nämlich nicht, quasi über diese Maßnahmen das dann bewusst zu nutzen. Und ich glaube, da muss man mehr Maßnahmen etablieren. Doofe Frage, also wäre das realistisch, vielleicht mal an dich als da Business-Profi an der Stelle, dass TikTok sowas überhaupt einführen würde, weil es ist ja in deren Interesse, dass wir die App nicht verlassen. Deswegen ist der Algorithmus ja auch, wie er ist. Also das Geschäftsmodell einer Social-Media-Plattform beißt sich ein Stück weit mit Regulierung. Deshalb bin ich auch per se dafür, dass wir uns als Gesellschaft Gedanken machen, was können wir denn tun? Was ist denn euer Kompromissvorschlag? Ich fange einfach mit dem ersten an. Das wäre so ein bisschen im Persönlichen, und das wäre so suchtfreie Räume vielleicht schaffen. Also dass vielleicht auch Schulen sagen, bei uns ist einfach kein Smartphone an der Schule, damit zumindest in der Pause die Kinder sich miteinander unterhalten. Also es wäre sehr sinnvoll, Mechanismen abzubauen, die süchtiges Verhalten fördern. Wir sehen das am Beispiel von TikTok Lite, finde ich sehr schön, was durch eben EU-Interventionen auch zurückgerollt wurde, zumindest für mein Verständnis zum aktuellen Zeitpunkt, wo Belohnungen monetär zum Teil für Videos gucken eben abgebaut wurden. Und das Gleiche brauchen wir jetzt noch auf anderer Ebene. Was sagt ihr? Überzeugt euch der Kompromissvorschlag? Ihr wart euch eigentlich beim zweiten Punkt, hattet ihr nicht irgendwie den gleichen? Mit war schon sehr ähnlich. Quasi irgendwann den Algorithmus zu unterbrechen, da seid ihr euch ja einig, ja, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich würde als dritten Punkt noch einwerfen, dass man einen Fact-Checking-Mechanismus braucht in irgendeiner Form. Also heißt, dass zum Beispiel unter Videos, die Desinformation verbreiten, entweder eine kleine Anmerkung kommt, dass eine Art Community-Note, die einmal klarstellt, dass das nicht stimmt oder was halt tatsächlich die Sachlage ist, oder alternativ eben auch Desinformation leicht darunter genommen wird. Also Fact-Checking war euer dritter Punkt, in dem zweiten wart ihr euch einig und der erste war suchtfreie Räume zum Beispiel an Schulen. Stimmt ihr dazu? Geht ihr einen Schritt aufs grüne Feld zu? Also ich glaube, 3 gibt es schon. Und es ist natürlich eine Frage, wie weit man gehen will. Es ist ein schmaler Grad zwischen Zensur und Kuration. Punkt 1, mit der Regulierung in der Schule müssen wir darüber nachdenken, wie weit und wie doll und bis zu welchem Alter, weil es natürlich auch eine krasse Einschränkung der Freiheit ist. Anna, Levi, was denkt ihr? Also was mich gerade so ein bisschen stört an dieser Kompromissdiskussion, die Frage ist, macht TikTok unsere Gesellschaft kaputt? Und am Ende reden wir jetzt nur darüber, wie können wir individuelles Nutzerverhalten im Risiko reduzieren? Wie können wir die Plattform dazu in die Pflicht nehmen, dass sie vielleicht irgendwelche Maßnahmen einschränken? Und da müssen wir uns, glaube ich, auch einfach, also den Gesetzgeber auch einfach stärker in die Pflicht nehmen, dass wir uns überlegen, wie können wir für alle Plattformen einheitliche Standards schaffen, um sowohl den individuellen Menschen als auch unsere Demokratie zu schützen? Und wie können wir vielleicht am Ende auch die Chancen, die sozialen Medien ja auch bieten, wie können wir die besser nutzen? Maggie, stimmt dir da, glaube ich, zu? Alicia auch? Patrick auch?
Genau, partiell würde ich sagen, weil ich glaube, es ist immer leicht zu sagen, die Politik muss etwas tun. Ich glaube, man muss sich auch als Gesellschaft oder als verschiedene Mitglieder der Gesellschaft positionieren. Dafür haben wir ja die Diskussion jetzt auch geführt, um zumindest mal herauszufinden, was ist uns 6 oder 7, wenn ich mich jetzt einfach mal frech mitzähle, was ist uns wichtig. Deswegen vielen Dank für die Diskussion. Wir werden ja auch sehen, wie es weitergeht. Also TikTok hat Klage gegen das Verbot eingereicht. Das ganze Thema ist ja noch nicht vorbei. Und das Ultimatum für TikTok selbst läuft übrigens, das ist ein ganz spannendes Datum, am 19. Januar 2025 aus, was einen Tag vor der Amtsübergabe nach der US-Wahl ist. Und Trump hat ja seine Meinung zu TikTok jetzt auch schon wieder geändert und sieht das Problem jetzt gar nicht mehr so groß. Das heißt, es wird sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch immer mal wieder, werden wir sehen, wie sich die Entwicklung verändern. Das heißt, wir bleiben dran. Danke für die Diskussion. Das war 13 Fragen. Danke euch. Danke dir. Wenn euch diese Folge 13 Fragen gefallen hat, dann dürft ihr sehr gerne hier unseren Kanal am Bubble abonnieren, um keine weitere Diskussion zu verpassen. Und hier oben gibt es ein weiteres Video von 13 Fragen. Hier unten findet ihr ein weiteres Video zum Thema.